Willkommen zurück, eine neue Folge Monster Train. Wir verwenden den Hauptstamm der Umbra und den Nebenstamm Höllenhörner mit dem Champion Primordium. Haben ihn jetzt verbessert, dass er 8 Buffstapel hat und damit 8-mal verschlungen werden kann, bis er sich auflöst. Und er gibt seine Angriff und Lebenspunkte weiter, genauso wie Statuseffekte, also Hutstapel zum Beispiel. Dann haben wir ein paar Höllenhörner-Einheiten, natürlich Nuggets, unseren Nugget-Former, der Nuggets vor sich ruft, und unsere Schmelztiegel-Aufseher. Wir haben auch ein Artefakt bekommen, was unseren Zugbegleiter verstärkt, allerdings bringt das jetzt nicht mehr so viel. Okay, dann geht's zur vorletzten Stage, um dann zum Endboss vorzudringen. So, wir haben hier plus 8 Angriff. Da ist wieder einer mit Reichweite und diesen Glutentzug. Oh, setzen uns in dieser Reise allerdings auch Monster hin, also die gefallen mir überhaupt nicht. Und unsere Starthand gefällt mir gleich gar nicht. Okay. Dann kriegen wir im nächsten Zug auch noch diesen dämlichen Glutentzug, der hier angreift. Und wir können ihn nicht mal besiegen. Das hängt richtig mistig an. Das hilft alles. Warum hat er 2 Stapel jetzt sogar bekommen? Ah, jetzt trifft er 2-mal den. Also derzeit läuft es ja richtig mies. Wir kriegen hier irgendwie nichts tot. Das ist der nächste mit seinem dämlichen Glutentzug. So, der hier oben stirbt, okay. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja, irgendwie mal Schaden drauf kriegen, aber ich weiß noch nicht so richtig wie. So richtig weiß ich noch nicht wie. Krieg's definitiv wieder Haufen starke Glut hinzu. Ich glaube, das nächste Zug gar keine Glut. Warum kriegt er immer 2 Stapel? Na, wir sind bei 0. Kann ich nichts rufen hier. Das ist doch echt zum verrückt werden. Nugget-Einheiten kann ich ja auch nicht hinsetzen, weil die natürlich gleich wieder sterben würden. Also müssen wir hier oben hin. Ei, was ein dämlicher Start. Na gut. Alles nix, so irgendwie durch. Okay. Ah, wieder bloß eine Glutasche.
So, dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier Schaden verursachen können. Hier stirbt zumindest einer. So, sind hier alle schon mal hinüber. Macht allerdings keinen Sinn, hier irgendwelche Nuggets hinzusetzen. Hier unten ist eh voll. Blutasche kriegen wir im nächsten Zug sowieso wieder alles abgezogen. Das heißt, wir können bloß hier zwei hinsetzen. Zumindest der Schaden. Okay. Kriegen wir nicht mal diesen Tank hier vorne getötet. So, und durch den Blutentzug können wir so gut wie nie was spielen. Echt so ein Hauptcounter hier. So, jetzt kommt zumindest der Boss. Wir können mal hier unseren Nugget-Former spielen. Tun wir doch mal hier Kopien anfertigen. Ich denke, die unterste Ebene wird er zerstören. Ah ja, auch immer stärker wird. Mal ein bisschen vorspulen, dass es hier mal sich auflöst, die ganze Sache. Okay. Dann einen Bergmann. Diese 11 Schaden zweimal, die können wir schon einbringen. Hier ist voll. Also, oh, die ganzen Nugget-Einheiten hier hin. Okay. Gut. Besiegt haben wir. Obwohl es ziemlich schlecht ausgesehen hat am Anfang. Unser Deck sollte so gut wie vollständig jetzt sein. Das heißt, etwas Münzen mitnehmen, um jetzt noch einkaufen gehen zu können. Und nochmal die Zauber verstärken. Kopie, Monster brauchen wir eigentlich nicht. Noch was rausschmeißen hier, ein paar Sängen, Zauber, die bringen es jetzt nicht mehr. So. Was günstiger machen. Und wir geben jetzt doch mal einmal Verbrauch. Ansonsten ist diese Karte sowieso nutzlos, wenn wir sie jetzt so weit nicht buffen. Dann bleibt sie zumindest vom Deck weg. Die machen wir kostenlos. Okay. So, ein Artefakt können wir uns noch leisten. 3 Wut, das wäre okay. Oder die Bergmann-Nuggets am Anfang. Ich glaube, die bringen uns mehr. Gut. Noch eine Karte verbannen. Klar, ein Seng kann noch aus. Okay, dann geht's zum Endboss. Mal sehen, was er heute hat. Er hat natürlich auch wieder einen perfekten Counter. Das wurde uns das letzte Mal schon zum Verhängnis. Wir machen mehr weniger Schaden. Counter gegen unsere Wutstapel. Okay. Gut. Ja, der wäre schon mal wichtig.
trifft natürlich wieder zweimal den Boss. Und unser schmelztiger Aufseher muss hier hin. Unser Primordium, unser Champion Primordium muss hier hin. Er will mehr Leben haben. So, hier stellen wir mal unseren Kobold hin, um den zu vernichten. Und unseren zweiten Champion. Okay. Zumindest kriegt der Boss ein bisschen Schaden ab. Und der Lebensraub regelt auch seine Heilung. Die Monster kommen halt durch. Okay. Gut. Unser Nugget Former, sehr wichtig. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier die Leute killen. Zweimal den falschen. Hier ist wenigstens einmal der richtige. Hier ist wieder zweimal der Falsche getötet worden. Oder getroffen worden, besser gesagt. Okay, dann setzen wir hier Lebensraub hin. Und die. Mit seinem Schadenschild und Wüstling. Der Rest ist im Endeffekt egal. Na, hier unten können wir einen hinsetzen. Der bringt hier am meisten. Okay. Das ist die Rüstung. Das ist in Ordnung. Na, jetzt können wir seine Schadenschilder etwas aufbauen. Außer es kommen hier immer so viele Einheiten rein. So, dann hoffen wir mal, dass wir zwei hier treffen. Und wir treffen wieder null. Was ist denn hier los? Es ist ja schon fast Mobbing hier. Okay. Wo setzen wir jetzt unseren zweiten Aufseher hin? Geben wir ihm Wut? Ne, wir geben ihm Wut, dass hier ein bisschen was vielleicht getötet wird. Das Sengen nützt uns jetzt hier irgendwie überhaupt nichts. Genau, halt einen Boss machen. So. Er stirbt sonst fast. Wir müssen ihn hier davor setzen. Ein Bergmann hier hin. Und einmal verstecken. Okay. Ja, das wird jetzt nicht so schön, besonders weil der Zufallsfaktor mit diesem Schadenszauber, um Nugget-Einheit zu rufen, gerade derartig schlecht funktioniert. Also ich meine, wenn ich hier zumindest einen mal getötet hätte, würde das halt schon weiterhelfen, ne? Dass nicht immer meine Schadensschilder direkt wegfallen. Und dass nicht alle Einheiten hier von dem weiterkommen. Ich meine, hier stehen jetzt schon 5 Einheiten. So, es muss jetzt mal was getroffen werden. Ja, wenigstens jetzt mal. 2, noch einer. Mal gucken. Jetzt am sinnvollsten. Okay, den tot. Okay. So, hier wollen wir Kopien haben. Und zwar von Angriff. Welcher war das jetzt? Der hier. So. Hier ist voll. Hier haben wir noch einen Zugleiter. Den können wir noch hinsetzen. So, welche Nuggets? Der kleine Kobold. Müssen wir irgendwie mal loswerden. Er braucht ein zusätzliches Schadenschild. Und hier können wir noch ein
des Asche-Generieren. Langsam mal stark genug werden, um die Monster hier unten zu killen. Aber zumindest bekommt er jetzt ordentlich Schadensschilder gesteckt. 5 Stück, das ist doch schon mal was. Okay. Er geht hoch, das ist in Ordnung. So, was können wir hier sicher töten? Sicher töten können wir die beiden, das war super. So, mit den Sängen killen wir jetzt unseren komplett. So, jetzt ist die Frage, den oder den versuchen. Wir versuchen den, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Mit unserem Glück müssen wir versuchen, auf Wahrscheinlichkeit zu gehen. Alles, was irgendwie noch möglich ist, uns zu verbessern. Ich denke, gut, Asche haben wir keine Probleme soweit. Das ist Schadenfarm auf Boss. Und versuchen hier Schadenschilder aufzubauen und versuchen hier Schadenschilder aufzubauen. Was anderes können wir jetzt nicht machen. Irgendwie seinen Schaden erhöhen, dass die ganzen Monster nicht so krass durchkommen. Okay. Ja, zumindest einer, das war schon ganz gut. Hier wieder 3 Schadensnuggets kopieren. So, einmal Lebensraub ist super und ein Bergmann ist super. Einmal Angriff und einmal Blutasche. Okay, zumindest einer gestorben. Auch definitiv mehr Angriff auf unseren Schmelztiegel auf See. Ist jetzt bei 41. 43, okay. Gut. Wir wollen hier so viel es geht töten. Oh, der muss weg. Okay. Kriegen ihn trotzdem nicht tot. Heißt, wir werden Schaden bekommen bei unserer Heldenblut. Das hier ist egal, hier sterben zumindest beide. Das ist gut. Einmal Schadensschild und einmal Leben. Und ein bisschen Blutasche noch. Ja, der Zernstapel ist natürlich sehr, sehr schlecht für uns, weil wir hier viel auf Monster-Schaden natürlich gehen. Was hat der eigentlich für einen Zauber? Na, 24 Zernstapel auf sich. Wie geht denn das? Weil er so viel Zernstab. Ach so, weil der den Status von den kleinen Nuggets mitfrisst. Das heißt, dieser Zernstapel ist quasi der Hauptcounter gegen meinen Schmelztiegelaufseher. Weil er frisst auch diese Zernstapel mit. Boah, ey, das ist ja. So, jetzt sind zumindest mal die Kleinen hier gestorben. Okay. So, hier unten können wir nichts weiter hinsetzen. Hier haben wir noch einen Nugget, einen Bergmann und einmal Schadensschild und hier
Und gut, jetzt machen wir die ganze Sache schnell. Und dann werden wir sehen, wie wir einen Boss killen. Sehr gut. Es hat funktioniert, aber es ist wesentlich schwieriger laut meinem Empfinden als mit dem ersten Champion, weil du dort immer Safe Nuggets kriegst. Aber wir konnten den Endboss besiegen. Okay. Neue Kombination auch noch bekommen. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir werden beim nächsten Mal uns dem finalen Hauptstamm in Schmelzende Relikte anschauen. Vorerst mit dann Rektor Flacker. Auch das beim nächsten Mal. Tschüss.